willkommen zu einem kleinen Angezockt und einer weiteren super sexy Produktplatzierung. Wir werden heute gemeinsam Fallout 76 anzocken. Das Ganze hier wird gesponsert von Bethesda Games. Link zu dem Spiel findet ihr in der Beschreibung, denn vom 14. bis zum 18. Mai ist dieses Spiel für jeden komplett kostenlos spielbar. Genau in dem Zeitraum könnt ihr es alle mal ausprobieren. Fallout 76 hat eine Menge hinter sich, denn das Spiel wurde ja anfangs sehr hart kritisiert. Auch ich war nicht wirklich glücklich mit Fallout 76. Jetzt gibt es aber einige Verbesserungen. Auch das Wastelanders DLC, die Erweiterung, die bringt diesen typischen, charakteristischen Fallout-Stil mit rein. Es sind NPCs, es sind gescheite Questlines drin. Es gibt was zu tun. Die Welt fühlt sich nicht mehr kalt und leer an, sondern man hat das Gefühl, man stürzt sich eben in ein großes Abenteuer. Es geht also so ein bisschen back to the roots, hat so ein bisschen was von Fallout 3, Fallout New Vegas und eben Fallout 4. Gut, wir starten jetzt mal, wir schauen uns das Intro an und wie gesagt, Link in der Beschreibung, klickt da gerne drauf und wenn ihr wollt, könnt ihr es kostenlos ausprobieren. Auf geht's! Craig. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Guten Morgen! Ja, da bin ich. Ich habe lange geschlafen, war oben in meinem Bunker und das Erste, was ich jetzt brauche, ist unbedingt eine Bar. Man merkt es schon, ich bin durstig. Willkommen in der Welt von Fallout 76. Ich habe eine alte, rostige Machete gefunden und ja, sonst eigentlich nichts. Sonst eigentlich nichts, aber ein netter kleiner Roboter hat mir erzählt, hier soll eine gute Bar in der Nähe sein, wo man sich ordentlich ein hinter die Binde kippen kann. Und da gehen wir hin. Ärger im Wayward. Genau da wollen wir hin. Und keine Ahnung, was da unten abgeht. Ich habe nur meine alte, rostige Machete. Aber ich bin sehr, sehr durstig. Sehr, sehr durstig sogar. Ist das hier unten die Bar, wo ich hin soll? Nee, ich glaube, wir müssen hier lang. Wir haben auch eine Karte. Die Welt ist groß. Hier bin ich und hier sollen wir hin. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Und weil ich eben so durstig und hungrig bin, sind wir auch leider nicht so schnell unterwegs. Aber hey, dafür habe ich gute Stimmung. Ich habe ein Partyhütchen an. Ich meine, kann einem Menschen mit einem Partyhütchen überhaupt irgendwas Schlechtes passieren? Ich glaube nicht, ja? Also ich bin nahezu davon überzeugt, dass mir nichts Schlechtes passieren kann. Oh, guck mal hier, eine Bierflasche. Ist da noch was drin? Ich würde auch ein Bier trinken. Was haben wir hier Schönes? Cool, Fischkadaver. Und was ist das hier? Ein Feuerhut. Ich habe ihn mal geerntet.
Eine Wildpflanze. Okay, ich habe ein bisschen Feuerhut dabei. Oh, das hier unten sieht nicht gut aus. Hier lungern bestimmt irgendwelche Typen rum. Aber der Hunger und der Durst, die quälen mich. Deswegen muss ich da rein. Guck mal, da drüben brennt Licht. Wird schon schief gehen. Okay, okay, okay. Wird vielleicht doch nicht schief gehen. Schmerzen. Oh Gott, ja, ich habe Schmerzen. Aber ich habe jetzt auch eine Waffe. Das gibt es ja nicht. Alles klar, alles klar. Gut, meine Lage hat sich gerade ein bisschen zumindest verbessert, weil ich einen verdammten Revolver endlich besitze. So, Daddy hat eine Knarre mit 6 Schuss. Was haben wir hier drüben? Ah, eine Werkbank. Hier können wir Sachen herstellen. So, wir können auch hier Munition herstellen. Granaten, Minen. Aber im Moment interessiert mich eigentlich nur eins. Und zwar eine Dose Hundefutter. Benzinkanister. Ich kann ja hier alles mitnehmen. Ich kann ja hier wirklich alles mitnehmen. Ich habe Hunger. Mich interessiert eigentlich nur, ob ich irgendwas Essbares habe. Hilfsmittel. Okay, ich habe eine Heilsalbe. Und ich habe schmutziges Wasser. Hm. Erkrankungschance 7%. Und, wie geht's mir? Ich hoffe doch gut. Aufbereitetes Wasser. Alles klar, rein damit. So, ich fühle mich minimal besser. Der Weg zur Bar ist gesichert. Ich brauche Schnaps. Um zu überleben, brauche ich natürlich jede Menge Schnaps. Haben wir hier irgendwas Schönes drin? Klar, der Kühlschrank wurde leider schon geplündert. Okay, gehen wir mal rüber zur Kneipe. Oi. Eine versteinerte Leiche. Alles klar, der war sehr, sehr alt. Und ich sollte die Finger von den versteinerten Leichen lassen. Die bröseln nur rum und verstrahlen mich. Okay, meine Ausdauer ist nicht unbedingt die beste. Aber ich habe es beinahe geschafft, rüber in die Kneipe zu laufen. Ich bin beinahe dort. Ich habe es beinahe geschafft, da rein zu joggen. Challenge abgeschlossen. Erkunde Appalachia 1 Stunde lang. Okay, besuche das Wayward. Meine Ausdauer ist voll Müll. Sind das da drüben friedliche Verteidigungsroboter oder bösartige Kreaturen, die mir einen Sack wollen? Oh, ich glaube, ich sehe 3-köpfige Kühe. Und leuchtende Pilze. Meine Mama hat mir gesagt, siehst du leuchtende Pilze, dann nimm sie mit, ernte sie. Denn die schmecken gut. Alles, was leuchtet, ist lecker. Na? Ihr seid aber hübsch. Oh, die alte Bessie. Passt auf die Rinder auf. Okay, hier drüben ist ein Automat für medizinische Vorräte. Teambereich. Ein privater Bereich für deinen Charakter. Okay. So, ich hoffe, hier gibt's was Gutes zu trinken. Oh, Lady, ich wisch den Boden mit dir auf, wenn du mich sofort verrätst, wo Crane Schatz ist. Schätzchen, ist dir nicht gut? In meiner eigenen Bar mit einer Waffe auf mich zu zielen, ist keine gute Idee. Sieh dich um. Glaubst du etwa, wir zimmern einen Ort aus Wohnmobilen zusammen, weil wir so geizig sind? Sehe ich so aus, als wüsste ich, wo der Schatz ist? Halt's Maul! Wo ist Crane? Ich gebe dir 10 Sekunden! 10? Tu das lieber nicht. 9? 8? Gut. 7? Selbstschuld. 6? Mord. 5? Hast du kurz Zeit? 4? 3? 2? Hä? Mord? Was? Was? Klar, Duchess. Ah, komm schon. Wie lange hat ihr denn gebraucht, um das zu checken? Etwas trinken. Kann ich die Leiche plündern? Einmal pro Tag bedroht zu werden, reicht mir völlig. Naja, ich würde gerne plündern. Alter, Mord. Du bist so ein richtiger Mord, hä? Huh? Was ist denn das hier? Ein Glaskrug. Guck mich nicht so an. Du hättest dich auch versteckt. Naja, ich stand eigentlich... Nun, ich stand schon mitten im Raum. Ich wollte gerade eingreifen und sagen, hey, Typ, lass die junge Frau in Ruhe. Leg dich mit einem richtigen Mann an, mit einem Partyhut und einer Streberbrille. Hm, nicht gerade der beste erste Eindruck. Hatte mir das anders vorgestellt. Tut mir leid, Schätzchen.
Die erste Runde geht auf mich. Ich heiße Duchess. Kann ich was für dich tun? Nun, Schwester, ich habe eh kein Geld. Der Schatz, alle reden hier von irgend so einem Schatz. Das One Piece. Ich will Infos. Wenn ich das wüsste, Schätzchen. Der ist hier reingeplatzt und wollte, dass ich ihm verrate, wo ein Kerl namens Crane steckt. Den muss ich wohl irgendwann mal bedient haben. Seitdem kommen hier nur lauter Gestalten vorbei, die mir das Leben schwer machen. Das ist nicht gerade gut für das Geschäft. Ein Typ namens Crane. Die Aufseherin. Du bist also die besagte Person. Nein, hab sie nicht gesehen. Aber gehört habe ich sie. Meine Leute haben ein Band gefunden, das sie für einen ihrer Bewohner in dem Lager auf der anderen Straßenseite hinterlassen hat. Ist allerdings schon eine Weile her. Vielleicht ist es ja für dich gedacht. Ich übergebe es dir gerne. Da wir schon bei gegenseitiger Hilfe sind, vielleicht kannst du im Gegenzug auch etwas für mich erledigen. Okay, Süße. Ich kann zwei Dinge. Menschen umbringen und Menschen umbringen. Einmal schnell und einmal langsam und qualvoll. Andere Dinge kann ich leider nicht, okay? Nur damit wir uns einig sind. Es geht bloß um deine Mithilfe bei einer kleinen diplomatischen Aktion. Dieser Bursche, den wir umgenietet haben, war nicht der erste von seiner Bande hier. Aber hoffentlich der letzte. Normalerweise schicke ich ja meine eigenen Leute zum Aufräumen los. Aber mein Rausschmeißer ist mir abgehauen. Wenn du das für mich in Ordnung bringst, zahle ich dir gutes Geld. Also, wie wär's? Also mit Diplomatie meint sie definitiv ermorden. Okay, ich würde aber gerne erst diesen Plan anhören. Klingt fair. Also, zu den Einzelheiten. Diese Burschen haben sich alle nach Crane erkundigt. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wie würdest du die Aufmerksamkeit von einem Haufen entschlossener Schläger auf dich ziehen? Nun, ich würde sagen, ich bin Crane. Oder eine Einladung per Post klingt auch vernünftig. Wieso nicht? Ich meine, ja. Oh, Schätzchen. Das ist eine nette Idee, aber eigentlich schwebt mir da was anderes vor. Kleinen Moment noch. Hey, die hat ja einen richtigen Bauplan da hinten. Blaupausen und... Okay, ich glaube, das könnte... Kleine Vorwarnung. Architektur ist nicht gerade meine Stärke. Ha, nicht übel. Ich habe hier einen Bauplan für ein maßgefertigtes Schild gebastelt. Von Cranes Schatzsuche und Co. Falls es richtig funktioniert, sollte es eine Werbebotschaft aussenden, um die Aufmerksamkeit dieser Bande zu erregen. Kinderspiel. Du musst es bloß bauen und dann das Band benutzen, das verkündet, dass du geschäftsbereit bist. Dann musst du diese Trottel nur noch dazu bringen, dir zu verraten, wo ihr Boss sich versteckt. Die haben euch im Vault ja sicher alles über Baupläne und so weiter beigebracht, oder? Nein. Nein. Was? Ich soll ein Schild bauen? Also, was habe ich gesagt? Ich kann nur zwei Dinge. Qualvoll und weniger qualvoll Menschen umbringen. Mehr kann ich nicht, okay? Ich weiß nichts, Lady. Verdammt. Okay, Planänderung. Wir malen die Brahmen an und dann... Duchess, der Plan ist gut. Ich kann bei der Anfertigung helfen. Was heißt das genau? Bei meiner letzten Plündertour musste ich eine Weile den Kopf unten halten, bis sich dieses kopflose Monster verzogen hat. Hab alte Trainingsmaterialien gelesen, um die Zeit totzuschlagen. Daraus sind ein paar Bänder entstanden. Oh Mord, nicht die Bänder. Hast du eine bessere Idee? Keine, bei der wir nicht meine ganze Herde anmalen. Also bitteschön, du kannst mit Mord reden. Aber du musst natürlich auch Material besorgen. Davon sollte hier aber genug herumliegen. Ich schnüre dir ein kleines Paket. Ich leg noch ein paar Rationen drauf, damit du nicht verhungerst. Das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich musst du einiges davon auseinandernehmen. Aber da du mir so einen großen Gefallen tust, kann ich dir auch ein bisschen Material für die Werkbank geben. Wer weiß? Vielleicht lernst du sogar was dabei. Also, was ist? Wollen wir mit der Show loslegen?
Nun, ich denke mal, wir haben keine andere Wahl, also, ja, legen wir los. Ausgezeichnet. Wird höchste Zeit, dass wir die Trottel endlich loswerden. Wenn du sie findest, dann sorge nur dafür, dass ihr Anführer die Botschaft versteht. Finger weg vom Wayward. Hier, das Band der Aufseherin. Sie hat das Lager wohl errichtet, damit ihre Bewohner lernen, auf sich selbst gestellt zu sein. Könnte sich lohnen, falls du eine Auffrischung brauchst. Ja, natürlich. Das Wayward. Okay. Also, ich habe meinen eigenen Morty und wir müssen bauen. Ja, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Morty! Irre. Einfach nur irre. Ihr Vault-Bewohner habt all diese Ausrüstung, aber man wirft euch den Löwen zum Fraß vor. Nun mach dir mal keine Sorgen. Du bist jetzt in guter Gesellschaft. Hier hilft man sich gegenseitig aus. Also, was kann ich für dich tun? Also, ja. Ich hab ein Camp. Du hast diesen Mann getötet. Allerdings. Glückwunsch, dass du etwas so Offensichtliches erkannt hast. Das Leben hier ist kein Zuckerschlecken. Lass dir das lieber eine Lehre sein. Ich hab keinen. Ich bin unabhängig. Wenn die Leute hier was brauchen oder irgendwas erledigt werden muss, wo Strahlung im Spiel ist, kommen sie zu mir. Die Strahlung? Ha! Kann mir nichts mehr anhaben. Und im Gegenzug lässt Duchess mich trinken, auch wenn ich nicht gleich zahle. Das beste Arrangement, das sich jemand in meiner Situation wünschen könnte. Aber ich sitze hier nicht nur rum und verschönere die Gegend. Wenn alles gut läuft, habe ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Aber das interessiert dich sicher nicht, die Bohne. Gibt es sonst noch was? Ehrlich gesagt, genau das interessiert mich. Genau das interessiert mich. Allergien. Wie sich herausstellt, darf ich Erdbeeren nicht zu nahe kommen. Das war ein Witz. Aber ich war draußen, als die Welt unterging. Ich war mit einem Sicherheitslaster unterwegs. Kam gerade hinten aus dem Ladecontainer, als ich dieses Grummeln hörte. Und dann spürte ich den Wind. Es war, als wäre ein Wirbelsturm losgebrochen. Der Truck wurde ordentlich durchgeschüttelt. Bang, bang, bang! Ich öffnete die hintere Ladetür und dann bang! Dann erwachte ich hinten im Truck. Immer noch am Leben. Nur schade, dass mich jetzt niemals irgendwer für etwas anderes als meine liebenswerte Persönlichkeit lieben wird. Das war an dem Tag, an dem ich zum Ghoul wurde. Nicht die schmeichelhafteste Bezeichnung, aber wenigstens lebe ich noch. Naja, du kannst ja eine Ghoulfrau kennenlernen. Ist ja nicht so schlimm, oder? Ich meine, vielleicht bist du für andere Ghule sehr attraktiv? Du hast Glück, denn ich bin genau die Person, die dir mit deinem Problem helfen kann. Aber wenn ich helfen soll, wird dich das was kosten. Wie jetzt und was? Also, bitte kein Geld, ich bin ziemlich abgebrannt. Hör zu, ich hab diesen Plan. Du wirst mir helfen, reich zu werden. Weißt du, die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer, sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben. Ich handle nicht mit Schaufeln, sondern mit Wissen. Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rat-anfälligen Haut vorenthalten sind. Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe, und du wirst das Ganze für mich testen. Ich habe diese Holobänder aufgenommen. Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß. Hör sie dir mal an und lass mich wissen, was du von ihnen hältst. Wirklich? Danke viel. Ich meine, danke. Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast. In Ordnung? Gab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest? Nein. Nein. Dann ein andermal. Okay, ja. Gut, wir müssen ein Camp errichten. Das ist unsere Mission. Habe ich hier schon so ein Paketchen bekommen von der Lady hier drüben? Ich hoffe doch. Handeln. Wir können auch handeln mit ihr. Boah, nice. Es ist hell. Das ist schon mal gut. Also, wir müssen jetzt eine Waffe herstellen. Und da drüben haben wir direkt eine Werkbank. Gandaro, mein Freund. Was geht ab? Wir können erstmal Sachen verwerten. Erstmal alle Sachen, die wir so haben. Können wir einfach alles verwerten? Ja, hier. Gesamten Schrott. Und schwupps.
So, alles an Schrott wurde jetzt zerlegt. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir hier halt einfach irgendeine Waffe herstellen. Herstellen. Geht nicht, weil es besetzt ist. Kumpel, ich müsste da auch mal hin. Das wäre sehr, sehr nett. So, wir müssen einmal eine Waffe herstellen und einmal eine Rüstung herstellen. Jo, machen wir hier Lederrüstung, Stufe 1. Alles klar. Wir könnten hier so einen kleinen Hut machen. Wir haben Stoff. Gut, machen wir den Hut. So. Dann müssen wir ein Camp platzieren. Oh, der Kollege ist weg. Sehr gut. Können wir hier nochmal ran? Ja, ich mache einfach mal hier... Injektor? Ne, wir machen die Pistole. Ist im Grunde ja erstmal egal. So, Challenge abgeschlossen. Stelle eine Waffe her. Hier können wir leider nichts mitnehmen. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes? Ne, nur Sachen zum Zerlegen. Aber hier gibt es noch ein bisschen was. Hier gibt es eine Menge Zeug. Nice. Und jetzt müssen wir noch ein Camp platzieren. Moment, was... Erstmal hier leveln. Was nehme ich mir als nächstes? Charisma ist eigentlich auch immer ganz geil. Was haben wir hier? Inspirierend. Nö. Oh, das ist eigentlich ganz nett. Jo. Gönn ich mir. Ich bin ein offizieller Camping-Profi. Ausrüsten. Dankeschön. Alles klar. So, jetzt nochmal bitte hier rein. Und... Ich glaube, Z müssen wir drücken, oder? Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das Ding hier platzieren können. Wo kann ich hier ein Camp platzieren? Nirgendwo hier. Denn überall ist es ja rot. Okay, lass mal ein bisschen weiter nach oben gehen. Normalerweise kann man die doch hier irgendwo im Wald platzieren. Also hier geht es schon mal nicht. Ah, hier geht's. Hier wird's gehen. Alles klar. So, Camp wurde platziert. Jetzt können wir hier Transfer und Herstellen machen. Bumm. Challenge abgeschlossen. So, was ist das hier? Was kann ich hier bauen? Ah! Das ist das Ding. Dreh das Ganze mal. Noch ein bisschen. So. Nein. Ja. Perfekt. Übertragungsband ausgegeben. Bitte Datenband in beliebiges Übertragungsterminal einlegen. Ziel markiert. Okay, haben wir das Datenband? Okay, mit einem Funkturm. Warte mal, wo muss ich dafür hin? Hier drüben. Alles klar, mein Camp lasse ich mal hier stehen und wir joggen mal ganz schnell rüber zum Funkturm. Und ich sollte hier mal meine Knarre ausrüsten. Meine Pistole, ich habe ziemlich viele Knarren mittlerweile. Alles klar, Hunger, Durst, sieht stabil aus, Strahlen sind weg. Mir geht's gut, mir geht's verdammt gut. Wir müssen uns nur da hinten zu dem Funkturm durchschlagen, der erschreckend weit weg liegt. Ich hätte es näher beim Funkturm bauen müssen. Egal, jetzt ziehen wir es durch. Gehen wir es an, Männer. Joggen wir mal da gemeinsam rüber und machen die Übertragung. Ja, es geht ja. Vielleicht passiert hier irgendwas Spannendes auf dem Weg. Wilde Viecher, die mich attackieren, die ich abknallen kann. Denn wie gesagt, ich habe zwei große Talente. Zwei. Hey! Mr. Farmhand! Sind Sie einer von den Netten? Hey, Friendo, Buddy. Nein, du bist nicht nett. Du bist absolut nicht nett. Ich dachte schon, wir könnten Freunde werden. Schwach, Alter. Sehr, sehr schwach. Und ich sollte Munition sparen, denn viel haben wir davon nicht. Okay, der Funkturm ist natürlich ein bisschen höher gelegen. Komme ich da jetzt überhaupt hin? Oder habe ich irgendwelche Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin? Easy, easy, easy. Ah, wird schon irgendwie klappen. Oh nein, Strahlung. Klar, bekomme ich erstmal hier ein bisschen Strahlung ab. Ich glaube, hier gibt es einen Weg. Moment, Hilfsmittel. Schluck Milch.
Gönn dir. Kleinen Schluck Milch. Ach nein. Warum sind hier überall diese Landstreicher-Roboter? Ist aber gut. Okay, wenn ich dem Weg hier folge, komme ich nach oben? Boah, ich hoffe doch. Wir schauen nochmal auf die Karte. Ja, das ist die Route, die wir verwenden müssen. Hier bin ich genau richtig. Okay, wir sollten nicht springen. Meine Güte, springen kostet ja eine Menge Ausdauer. Wage es ja nicht zu springen, Kies. Oh, ein bisschen Loot hier mit auf dem Weg. Okay, bist du wenigstens freundlich? Okay, du scheinst nett zu sein. Du scheinst einer von den netten Bots zu sein. Hey, friendly Bot. Na? Die Responder brauchen Sie. Besuchen Sie die Kirche in Flatwoods. Nahrung, Unterkunft, Sicherheit. Ja, klingt nett. Aber leider bin ich ein Einzelgänger und kein Teamplayer. Obwohl so ein kleiner Roboter als Freund, der für mich irgendwie die Kugeln abfängt, das wäre eigentlich schon ganz nett. So einen könnte ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Ah, schon wieder einer. Landstreicher-Bot 3000. Geh drauf. Ich muss Munition herstellen. Optional. Eine Werkbank hätten wir noch bauen können. Ja, bringt ja nichts. Gut. Gut. Endlich bin ich hier. Du willst also ein Duell, ja? Du willst also wirklich ein Duell. Du verbranntes Ding da hinten. Duell gewonnen. Guck dir den hier an. Macht einen auf Cowboy. Warum ist ein Headshot nicht tödlich? Ghule, man kennt sie. Naja, wenigstens Patronen und Waffen, die wir zerlegen können. What? Auf einmal kommt da noch so eine verbrannte, knusprige Lady von hinten. Oi. Okay, okay. Habe ich meine Ruhe? Wo sind die Leichen? Hier. Nix. Ja. Ich habe meine Rüstung gar nicht angelegt. Ich habe meine Rüstung noch gar nicht angelegt. So. Ich bin ein Patriot in Rüstung. Besser. Viel, viel besser. Moment. Was müssen wir denn hier machen? Wir brauchen aber ein Übertragungsband. Alles klar. Holoband laden. Ah, hier. Was haben wir denn hier? Aufseher-Logbuch. Wer ist da? Ne, wir brauchen hier Übertragungsband. War das Nuka Trapper, ne? Start Game? Moment, das ist ein Spiel? What? What? Oh cool, hier ist ein Minispiel drin. Aber das will ich nicht spielen. Nein. Ja. Holoband abspielen. Nee. Wo ist denn das hier? Ah, da unten. Ganz unten. So. Nachricht hochgeladen. Initiiere Übertragung. Gut. Minispiele gibt's Achtung, auch. Cool. Konsumenten. Neues Geschäft gegründet. Bitte Crates Schatzsuche und Co. aufsuchen, um Güter und Dienstleistungen auszutauschen. Initiiere Slogan. Folge dem Schild ins Glück. Folge dem Schild ins Übertragung Glück. Übertragung abgeschlossen. Moment, ich bediene mich hier noch ganz schnell. Na gut. Alles klar, wir müssen wieder zurück, aber
wie das Ganze hier weitergeht, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!